mitten im Corona-Sommer, wollen wir die Kandidatenlandschaft unter die Lupe nehmen. Wer kandidiert? Was würde sich ändern? Was wünschen sich die Wähler? Weil sich immer jüngere Leute zur Wahl stellen, wird es ein Kampf zwischen den Erfahrenen und Neuankömmlingen sein. Eine sich ändernde Denkweise wird spürbar, die auf das Wahlverhalten wirkt. Vor einigen Jahren war es schon unvorstellbar, nicht in Rumänien geborene und hierzulande aufgewachsene Leute als Kandidaten zu haben. Heute ist das nichts Außergewöhnliches mehr. Peu à peu werden wir Europäer. Am Domplatz in Temeswar treffen wir Dominik Fritz. Ich bin Europäer, Temeswarer, Schwarzwälder. Ich bin Musiker, ich bin jemand, der Politik und Verwaltung liebt, lange in der Verwaltung gearbeitet hat. Ich bin eines von 8 Kindern, ich bin aufgewachsen im Schwarzwald in Deutschland und bin mit 19 zum ersten Mal hier nach Temeswar gekommen. Hab zum ersten Mal Osteuropa gesehen, erlebt, zum ersten Mal im Banat gewesen, habe hier ein Jahr lang in einem Kinderheim gelebt und in einem Kinderheim gearbeitet und als Freiwilliger und habe mich in diese Stadt verliebt und habe zum ersten Mal gespürt, was eigentlich Europa bedeutet. Und dann nach vielen, vielen Jahren später, nach vielen Projekten hier in Temeswar, nach einer Karriere in der deutschen Verwaltung, kandidiere ich jetzt als Bürgermeister dieser Stadt und bin sehr gespannt auf das, was kommt. Er ist Europäer, Deutscher, Temeswarer, Musiker, Politiker. Klingt gut. Und wie verdient er sein Geld? Im Moment bin ich 100% Kandidat. Das ist mein Beruf und lebe von Ersparnissen, also mache das im Grunde genommen freiwillig und glaube, das ist auch wichtig. Ich will mich 100% dieser Sache widmen und habe also seit Anfang Oktober letzten Jahres habe ich mich von Herrn Köhler verabschiedet und habe gesagt, dass ich mich jetzt voll auf diese Sache konzentrieren muss und bin in diesem Sinne ein Freiwilliger, ein Voluntar, mache das als Volontariat, als Freiwilligendienst und finde aber auch, dass diese Stadt es wert ist und dass diese Kandidatur und das Projekt, das wir haben für diese Stadt, wert ist, dass ich mich 100% da reinfinde, dass ich auch unabhängig bin. Ich hänge von keinem Arbeitgeber ab. Mir kann niemand sagen, was ich tun und lassen will. Ich kaufe mir mein Brot und mein Wasser von meinem eigenen Geld, für das ich 10 Jahre lang hart gearbeitet habe und kann deshalb mit unabhängigem Geist für diese Stadt kämpfen. Dominik Fritz war vor etlichen Jahren zum ersten Mal in Temeswar. Zuerst nur für eine gewisse Zeit, dann auch immer häufiger. Das ist Liebe auf den ersten Blick gewesen. Er war immer mehr zu Hause in der Stadt auf der Bega. Er lernte einwandfrei Rumänisch sprechen und machte sich viele Freunde. Ich hatte nie vor, Bürgermeister von Temeswar zu werden. Das war kein Lebenstraum von mir oder kein Ziel, kein Karriereziel. Für mich kam ein Kipppunkt tatsächlich im Februar 2017 bei den Antikorruptionsprotesten. Ich war in Berlin und habe in dieser Nacht im Februar, ich weiß nicht, ich glaube der 12. Februar war es, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, diesen Abend in Erinnerung, wo plötzlich diese Verordnung der Regierung rauskam, die mehr oder weniger Korruption so ein bisschen legalisiert hat. Und ich habe gespürt, dass das ist ein Moment, wo der für die gesamte rumänische Gesellschaft ein Bruch irgendwie und entweder wir schaffen es daraus, was Neues entstehen zu lassen oder alles ist verloren. Und ich bin dann noch am selben Abend, bin ich zur rumänischen Botschaft in Berlin marschiert und habe dort 3 weitere Protestleute getroffen. Und wir haben vor der rumänischen Botschaft in Berlin protestiert, zu viert in dieser Nacht und haben dann natürlich im Nachhinein dann auch selber Proteste organisiert. Und ich bin aber auch nach Temeswar gekommen. Und hier in Temeswar waren die Proteste natürlich sehr viel größer und ich habe in mir gespürt, ich möchte zu diesem Thema was sagen und ich möchte was sagen, was über diese reinen Proteste hinausgeht, sondern was eben genau diese systemischen Fragen anspricht. Und dann habe ich eine Rede gehalten auf dem Opernplatz vor 30.000 Leuten und nach dieser Rede sind viele auf mich zugekommen und haben gesagt, wie wichtig das für sie war, da meine Stimme zu hören. Und dann habe ich mit immer mehr Menschen gesprochen und ich habe im Grunde genommen festgestellt, wir müssen, wenn wir in Rumänien was ändern wollen,
müssen wir von unten anfangen. Wir können nicht erwarten, dass sich oben plötzlich irgendwie was ändert, dass ein neuer Präsident kommt oder wir ein Parlament wählen und dann von oben wird alles geändert, sondern wir müssen in jeder Stadt, in jedem Dorf im Grunde genommen mit dieser strukturellen Veränderung anfangen. Und habe dann gesagt, okay, wir müssen auch hier in Temeswar, brauchen wir eine neue Verwaltung, wir müssen wegkommen von diesem alten, verfilzten Politiksystem. Und habe über ein Jahr lang dann mit vielen Menschen gesprochen und wir haben uns überlegt, was können wir machen. Und am Ende sind immer mehr dann auch auf mich zugekommen und haben gesagt, Dominik, eigentlich bist du der Richtige und hast Erfahrung in Politik und Verwaltung und hast Erfahrung in Temeswar und hast Erfahrung damit, Menschen zusammenzubringen, ganz unterschiedlicher Art und kannst sprechen. Und ja, so ist diese Idee geboren, selbst zu kandidieren. Er ist ein erfahrener Zeitgenosse. Theoretisch und praktisch. Dominik Fritz studierte Politikwissenschaften in Deutschland, Frankreich und England. 4 Jahre lang leitete er das Büro von Altbundespräsident Horst Köhler. Damals begann sein Pendel zwischen zwei Welten. Das Kulturelle und Soziale war hier in Temeswar, das Politische und in der Verwaltung und das Professionelle war in Berlin. Und ich habe aber gemerkt in den letzten Jahren, dass sich diese Trennung nicht mehr wirklich aufrechterhalten lässt, dass ich nicht mehr auf Rumänien nur mit dem Blick eines ONG-Menschen irgendwie schauen kann und mich nur so ein bisschen am Rande kulturell und sozial engagieren kann, sondern dass wir hier mit strukturellen Problemen kämpfen, die wir im Grunde genommen nur in der Politik und in der Verwaltung lösen können. Und ganz viele auch Menschen, mit denen ich hier zu tun hatte, die im Privatsektor oder in der Zivilgesellschaft, im kulturellen Bereich Projekte gemacht haben oder etwas aufgebaut haben, sind alle an einen bestimmten Punkt gekommen, wo sie sich mit der öffentlichen Verwaltung oder mit der Politik gestoßen haben, wo sie blockiert wurden, wo die Dinge plötzlich nicht mehr liefen. Und von daher war für mich persönlich immer mehr klar, dass ich mein Engagement auch auf diese strukturelle Ebene bringen möchte, hier in Temeswar. Und dazu kam natürlich, dass wir generell ja eine politische Dynamik in den letzten Jahren gesehen haben, wo sich immer mehr Leute dieselben Gedanken gemacht haben und wo wir im Grunde genommen eine ganz tolle und fruchtbare Politisierung eigentlich gerade meiner Generation gesehen haben und viele Menschen, angefangen mit den Protesten nach dem Brand im Kollektivclub, bis hin zu den Antikorruptionsprotesten 2017, ganz viele Menschen haben verstanden, wir können nicht unpolitisch sein, das gibt es nicht. Manche Menschen sagen mir immer noch auf der Straße, ihr nutzt uns Co-Politiker, also ich habe mit der Politik nichts zu tun, aber das stimmt nicht. Jeder von uns hat aufgrund der Tatsache, dass er hier lebt in diesem Land oder auch überhaupt lebt, ist per se ein politischer Mensch, weil alles, womit wir uns konfrontieren, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir unsere Kinder in die Schule schicken, wenn wir unseren Müll abholen lassen, wenn wir an den Bus benutzen, all das hat mit Politik zu tun. Und ich freue mich, dass immer mehr Menschen das auch verstanden haben. Alles scheint sich stets um Politik zu drehen. Leider, wenn wir überall auf die Politik einen Blick werfen. Oder zum Glück, wenn wir demokratische Gesichtspunkte heranziehen. Politik ist eben mit Versprechungen eng verwandt. Dominik Fritz sagte am Anfang seines Wahlkampfes, dass er keine Versprechungen machen will. Ob das überhaupt möglich sei, wollten wir wissen. Für mich ist ganz wichtig, dass alle meine Pläne, die ich vorstelle, auf einem konkreten Fundament liegen. Also im Grunde genommen der Unterschied zwischen einem Versprechen und einem leeren Versprechen. Denn ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was in den vergangenen Wahlkämpfen gelaufen ist und da war für mich ganz klar, das will ich nicht. Ja, der jetzige Bürgermeister kam 2016 mit einer langen Liste von allen möglichen Geschenken und Versprechungen und also das sind insgesamt, glaube ich, waren das 68 Versprechungen unterschiedlicher Art und er hat natürlich jetzt 4 Jahre später davon nicht mal ein Drittel eingehalten. Und das ist ein Niveau und auch das nimmt den Wähler nicht ernst. Das will ich nicht. Aber gleichzeitig will ich natürlich konkrete Projekte vorstellen, konkrete Ideen vorstellen, konkret zeigen, was ist im Moment das Problem und wie will ich dieses Problem lösen.
Aber dafür ist es tatsächlich wichtig, dass wir auch über die Probleme sprechen und vor allen Dingen über die strukturellen Probleme, also in der Verwaltung. Und dort habe ich einige Engagemente, wie man auf Rumänisch sagt, gemacht, wo ich gesagt habe, ich kann euch tatsächlich zusagen, dass wir eine transparente Verwaltung haben, dass wir die Bürger einbinden, dass wir uns professionalisieren. Also habe bestimmte Zusagen gemacht, wie ich die Art und Weise, wie wir diese Stadt verwalten wollen, sehe. Und auf diesem Fundament können wir dann auch konkrete Projekte bauen. Aber ohne dieses Fundament sind das alles nur leere Versprechungen in den Wind. Jeder Kandidat geht von der festen Überzeugung aus, dass er gewinnen wird. So auch unser Gesprächspartner. Selbstverständlich weiß er ganz genau, welche ersten Schritte erforderlich sind bei seinem Amtsantritt. Erstens, wir werden einen Audit machen und den veranlassen und erstmal die ganzen Finanzen der Stadt und die Bücher prüfen, um festzustellen, wie wir eigentlich stehen, weil leider ist das im Moment total intransparent. Und eine zweite ganz konkrete Entscheidung, die ich treffen werde, hat was mit der Kulturhauptstadt zu tun. Denn Temeswar ist ja Kulturhauptstadt eigentlich nächstes Jahr, 2021. Wahrscheinlich wird das jetzt eher auf 2023 verschoben. Ich würde mich freuen. Ich glaube, es tut uns gut, nochmal 2 Jahre zu haben. Und aber als allererstes werde ich eine Taskforce zusammenstellen und wir schauen, wie wir dieses Projekt wieder auf die richtigen Schienen bekommen, denn das ist leider ein Vollcrash im Moment und das ist unglaublich tragisch für diese Stadt und wir müssen es schaffen und wir werden es auch schaffen, innerhalb dieser 2 Jahre wieder eine echte Kulturhauptstadt zu bauen. Viele Herausforderungen stehen Dominik Fritz bevor. Eine davon ist die aktuelle Pandemie. Wahlkampf in Corona-Zeiten ist sicher, wie im Grunde genommen das ganze Leben in Corona-Zeiten, nicht so schön, wie es sein könnte. Denn für mich ist ganz wichtig, einen Wahlkampf zu machen, der nahe den Menschen ist. Ich möchte den Menschen in die Augen sehen, ich möchte, dass die Menschen mich kennenlernen, ich möchte so viel wie möglich Menschen treffen. Eigentlich natürlich auch würde ich gerne größere Veranstaltungen machen, in denen wir wirklich auch merken, dass wir eine Gemeinschaft sind und nicht nur einzelne Stadtbewohner. Und all das ist jetzt natürlich sehr viel schwieriger. Und das fällt mir nicht immer leicht, das gebe ich gerne zu. Aber es ist wichtig, dass es keinem von uns leicht fällt. Und wir alle müssen uns umorientieren. Und es gibt Leute, ob die jetzt in der Kultur arbeiten oder in der Gastronomie, die ganz hart getroffen sind von dieser Pandemie oder auch alte Menschen, die ihre sozialen Kontakte jetzt sehr einschränken müssen. Also wir haben alle damit zu kämpfen und von daher ist klar, dass auch die Politiker damit umgehen müssen. Und ich hoffe nur, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang damit haben. Aber ich muss ehrlich sagen, hier in Temeswar bin ich sehr froh darüber, dass ich doch das Gefühl habe, die überwältigende Mehrheit der Menschen nimmt das ernst, trägt Masken, vor allen Dingen natürlich in geschlossenen Räumen, wascht sich, soziale Distanz und so weiter und so fort. Also ich bin auf eine gewisse Weise auch ermutigt, weil die Menschen Verantwortungsgefühl zeigen. Und das ist wichtig für eine Stadt, dass wir uns alle verantwortlich fühlen für diese Gemeinschaft. Wer verliebt ist, braucht Musik. Was geschieht, wenn jemand sich in eine Stadt verliebt hat? Dann hat er seine Geheimplätze, an die er immer wieder denkt und die er immer wieder gerne besucht. Oh, da gibt's mehrere. Also ich liebe natürlich wie jeder, der nach Temeswar kommt, den Domplatz. Wer tut das nicht? Aber das ist jetzt da immer die sehr konventionelle Antwort. Es gibt verschiedene Squarur in Temeswar, die fast so ein bisschen versteckt sind. Zum Beispiel in der Nähe von Piazza Maria gibt es Piazza Plevnei und das ist unglaublich schön dort und es ist so ein bisschen versteckt und das sind mit historischen Häusern drumherum und da komme ich total gerne hin. Aber eigentlich muss ich ehrlich zugeben, die meisten Erinnerungen verbinde ich mit einem Ort, der jetzt nicht besonders romantisch ist und das ist in einem kleinen Stadtteil am Rande der Stadt in Freidorf. Der Stadtteil, wo auch Johnny Weissmüller geboren ist, der Tarzan-Darsteller, ehemaliges deutsches Dorf natürlich, Freidorf. Und in Freidorf war das Kinderheim, in dem ich gearbeitet habe. Also im Grunde genommen der Ort, wo ich Temeswar und Rumänien kennengelernt habe.
Und auch dort gibt es einen kleinen Park. Überhaupt nichts Besonderes, hat fast so ein bisschen was Kommunistisches auch an sich noch mit Blocks, die alten Hochhäusern, kommunistischen Hochhäusern. Aber da verbinde ich unglaublich viele Erinnerungen damit. Und weil ich dort Rumänisch gelernt habe in diesem Stadtteil. Und von daher manchmal fahre ich, jetzt wohne ich in der Josefstadt, die ist auch sehr schön. Und manchmal laufe ich die Bega entlang nach Freidorf und lasse die alten Erinnerungen wieder aufleben. Es ist vor allem die Kultur, die immer wieder zur Sprache kommt. Das hat mit der Erziehung von Dominik Fritz etwas zu tun. Und auch mit dem Menschen Dominik Fritz, der viele Leidenschaften besitzt. Ich lese sehr gerne, ich bin sehr gerne in der Natur, wandern in den Bergen, im Wald. Ich bin ja in den Bergen aufgewachsen. Also wenn mich eine Sache am Banat stört, dann ist das zumindest in dieser Seite hier, dass alles unglaublich flach ist. Von daher fahre ich gern mal irgendwie auch nach Reschitz oder runter nach Böyle Herkulane, um so ein bisschen Bergluft zu schnuppern. Aber ansonsten, meine große Leidenschaft ist natürlich die Musik. Das ist auch, wo ich hier in Temes war, viel aktiv war als Dirigent, als Chorleiter. Ich hatte auch eine lange Phase in meinem Leben, wo ich komponiert habe. Das ist jetzt in der letzten Zeit, habe ich da nicht mehr so die Zeit dafür. Ich spiele Klavier, ich habe lange Cello gespielt, auch in Orchestern und singe sehr gerne. Aber ich glaube, die Chormusik ist meine größte Leidenschaft, denn das finde ich faszinierend, dass Menschen gemeinsam nur mit ihrer Stimme Musik machen und jede Stimme zählt. Keine Stimme ist überflüssig. Das ist für mich sowohl musikalisch als auch lebensphilosophisch sehr faszinierend. Selbstverständlich, jede Stimme zählt. Sowohl im Chor als auch in der Politik. Ist doch das Wahlergebnis der Ausdruck der mehrheitlich abgegebenen Stimmen. Dominik Fritz bezeichnet sich selbst als Europäer. Doch selbst jeder Europäer hat ein Zuhause. Mein Zuhause ist in Temeswar. Ich muss auch sagen, es ist die einzige Stadt, in der ich etwas besitze. Ich habe mir vor 5 Jahren hier eine kleine Wohnung gekauft und das habe ich in Deutschland nicht. Ich muss auch dazu sagen, meine Eltern sind nach meinem Abitur weggezogen aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und sind in die Stadt gezogen, wo mein Vater herkommt, nach Konstanz am Bodensee, eine wunderschöne Stadt. Und jetzt, wenn ich meine Eltern besuche, wenn ich mich mit meiner Familie treffe, dann komme ich natürlich nach Konstanz. Aber so richtig zu Hause ist das natürlich, weil die Familie dort ist, aber von der Stadt her, gut, ich habe auch studiert dort ein bisschen, aber die einzige Stadt, in der ich wirklich seit 16, 17 Jahren immer wieder herkomme, wo ich mich verwurzelt fühle, das ist wirklich Temeswar. Weil sonst mein Leben sehr in vielen Kurven und Bahnen verlaufen ist. Ich habe in Berlin gelebt, in Paris gelebt, in York, in England gelebt, in Liberia gelebt, bin unglaublich viel gereist in den letzten Jahren mit Horst Köhler um die ganze Welt, nach China, nach Amerika und bin immer wieder nach Temeswar gekommen und habe hier genau immer wieder dieses Gefühl gehabt, das ich eben 2003 auch hatte, irgendwie gehöre ich in diese Stadt, auch als Deutscher, weil diese Stadt eben ganz die Luft von ganz unterschiedlichen Ethnien atmet. Dominik Fritz macht weiter. Ob er auch der zukünftige Bürgermeister von Temeswar sein wird, das liegt noch in den Sternen. Warum würde er das nicht schaffen können? Wir haben als Beispiel den rumänischen Bürgermeister von Görlitz in Ostdeutschland. Könnte auch in Temeswar möglich sein. Erstmal abwarten, denn der September liegt so nah.